So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge My Test. Genau. So. 21 haben wir in der eine Richtung. Jetzt größer hier. Und in der anderen Richtung haben wir 7 plus 3. Und hinten haben wir 2, ne? Ja, der war auch 3. Aha. Also war 13. Das ist ja eine Scheißzahl. Das sind ja beide Scheißzahlen. So eine Scheißwoche. So, das heißt, müssen wir mal gucken. 13. Wenn ich jetzt mal ganz dumm denke und einfach mal die 21, andersrum, die 13 von 21 abziehe, dann müssten ja 18, 8 übrig bleiben. Was? Was? 13 plus 8. Doch, genau. Das heißt, wir haben letztendlich ein Quadrat plus 8 in die eine Richtung. Es wäre also sinnvoll, wenn wir einfach bei jedem zweiten Block eine Lampe setzen. Ich meine, das würde funktionieren. Wenn wir jetzt wirklich hier einfach bei der Decke, hier bei jedem zweiten Block, also Lampe, keine Lampe, Lampe, ne? Also immer so. Dann hätten wir, würden wir den Raum genau einmal ausfüllen. Das wäre dann also in die Richtung, wären das dann also 10 Lampen. Dann mache ich hier weg hier. Und in die Richtung wären das 6 Lampen? Nein, 7 Lampen. Nein, doch 6 Lampen. Nein. Eben, hier sind es 11 Lampen und hier sind 7 Lampen. So wird ein Schuh draus. Weil eben, wenn wir 11 Lampen haben, dann haben wir dazwischen 10 Lücken, 21. Wenn wir 7 Lampen haben, haben wir dazwischen 6 Lücken, 13. So, das heißt, das ist unser Ausgangswert. Wenn wir da jetzt also nochmal jedes zweite wegnehmen, dann hätten wir hier, würden wir 7 Lampen haben und wir würden 3 Lampen wegnehmen. Wären also 4. Hier wird es allerdings schwieriger. Da hätten wir dann. Oh, jetzt sind wir gerade mit ein bisschen Käse. Sechs? Müssen sechs sein. Ich probiere es mal so. Ich hoffe, meine Rechnung ist richtig. Das heißt, wir müssten jetzt in die Richtung immer eins bauen. Frei. Die Lampe lassen wir aus. Frei. Wieder eine bauen. Heißt also, wir haben immer drei Abstand. So, das heißt, so müssten wir jetzt genau auf sechs Lampen kommen. Oh ja, doch, haut hin. Ja, genau, hier ist das genau die Mitte. Wow! Ey, der Raum ist ja ideal gebaut, Digga. Ist ja Idealmaß. Holy shit. Das passt wie die Faust aufs Auge. Verleck mal Morsch. So, müssen wir hier drei Lücken lassen. Eins, zwei, drei. Jetzt, Alter, so nah zu bauen ist natürlich super anstrengend von der Orientierung her. Aber egal. Ja, ich weiß, wir kriegen jetzt ordentlich Verstrahlung. Wir sind ganz schön nah am Reaktorkern. So, die ganzen Lampen müssen wir erstmal hier ab. Oh fuck. Die müssen wir erstmal alle abbauen hier. Alle weg, alle weg. Weg mit dir. Kusch, fort mit dir. Ihr seid alle unerwünscht. Es ist natürlich ordentlich dunkel drin. Es spawnen direkt erstmal ein paar Dungeon Master. Wetten? Alter, hoffentlich zerlegen die hier unser Ding hier nicht. Vielleicht müssen wir doch noch nicht komplett dunkel machen. Also, hier lasse ich mal hell. Weil der Raum hier ist groß genug, dass wir Monster spawnen könnten. Und es wäre jetzt ein Worst Case, wenn jetzt hier Dungeon Master spawnen. Nicht, weil die uns Schaden machen, sondern weil sie den Ding. Also, ich weiß halt nicht, ob sie die Dinger an Schaden machen können. Aber wenn, dann wäre halt Armageddon. So, dann wäre halt Feierabend. Die Frage ist, reicht die Dinger überhaupt runter bis auf den Boden? Weil der Raum ist ja doch ganz schön hoch. Ist das hier richtig? Das ist richtig. Det. Det. Aua, aua. Oh, diese Verstrahlung. Ah. Morgen wache ich mit dem roten Kopf auf. Und habe erstmal den Kater meines Lebens. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt ist das jetzt die letzte Lampenreihe, oder?
Tada! Wow, Alter, ist ja perfekt. So, jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich die Lampen hier wegnehme, wie dunkel es denn hier wird. Oh ja, wird doch sehr dunkel. Das wird doch sehr dunkel. Was? Achso, die Kurz selber machen hier gerade Licht. Ich wollte gerade sagen, ich hatte nicht, dass ich die Lampen vergessen habe. Okay. Das heißt. Oh, da, hier ist auch eine Fackel, oder? Ah ja, hier ist auch noch eine Fackel. Alter, die Kurz selber machen so viel Licht. Holy shit. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Ich gehe mal ganz kurz hier im Flugmodus rein. Ob wir da noch irgendwelche Fackeln rumstehen. Aber nee, hier stehen keine Fackeln rum. Okay, gut. Gut, ich verteile mal tatsächlich doch hier an den Wänden noch ein bisschen Licht. Das heißt, zum Beispiel würde ich hier eine Fünferlampe ranmachen. Und ich würde hier eine Fünferlampe ranmachen. Ja, genau. Sie sind jetzt genau zu den Dingern ausgerichtet. In dem Zusammenhang würde ich vielleicht sogar. Ne, hier Fünferlampen bringt gar nichts. Aber ich mache hier einfach mal nochmal rundherum. Wobei, können wir auch anders machen. Weg mit dir. Weg mit dir. Die können wir hier so schon ran machen. Jetzt müsste der Laden gut genug ausgeleuchtet sein, dass hier definitiv nichts spawnt. Gucken wir nochmal rum. Vor allen Dingen hier. Naja, hier zwischen dürfte eigentlich nichts spawnen, weil das einfach zu eng ist. Ne? Also da ist eigentlich sicher. Der einzige wirklich so große Problemfall ist wirklich der Raum da unten, weil der ist halt so breit, dass da definitiv welche spawnen können. Weil ich glaube, damit da Tiere spawnen können, muss der Bereich mindestens von der Fläche her 2x2 sein und 3 hoch. Glaube, irgendwie so war das. Ah ja, mehr als das Jungfrau mal Dungeon Master spawnen kann nicht passieren. Lalalala. Cholera. So, damit war der erste Raum schon mal ordentlich ausgeleuchtet. Jetzt sieht er doch schon viel industrieller aus. Oh, ist immer noch Fackeln. Ja, immer noch Fackeln, Alter. Was ist hier los? Hier keine Fackeln mehr, okay. Gut, die Treppen hier sind immer noch relativ dunkel. Ich glaube mal, ich packe hier. Andererseits. Tja, mache ich hier nochmal Licht hin oder nicht? Oh, draußen wird wieder windig. Ich überlege gerade, ob ich das Licht tatsächlich. Alter, wie weit reicht denn diese Strahlung? So quasi nochmal Lampen hinmache. Sodass sie zum einen optisch gesehen indirekt da durchleuchten. Ne? Zum anderen hier ein bisschen heller machen. Aber ich sehe gerade, so viel heller wird sie da hier dadurch gar nicht. Muss ich also doch hier unten hin machen. Und das sieht dann natürlich optisch schon scheiße aus. Nein, nee, nee, reicht so aus. Das, wie gesagt, hier durften keine Monster spawnen, hier ist es zu hell. Von daher, und für uns reicht es hier vollkommen aus. Cool. Schnell raus hier. Genug Radioaktivität gekostet heute. Mein Mund schmeckt schon so komisch sandig. Achso, beziehungsweise, kann ich hier nochmal die Sachen mitbringen. Asphalt. So, Steine hier nochmal ablegen. Bam. So, und die haben wir jetzt, die können wir natürlich schön rekombinieren. Danke. So. Easy. Ach so, halt, das war ja jetzt vollkommen für umsonst. Wir haben ja noch ein paar Räume vor uns, so. Da fehlt doch noch ein bisschen was.
Jetzt würde ich mal, mich würde es mal interessieren, existiert das eigentlich immer noch dieser Bug? Wenn ich. Ich, ja, genau, da müssen zwei hin. So, wenn ich jetzt hier ein. Acht. So. Wenn ich jetzt hier einen wegnehme, müsste da jetzt einer drinnen bleiben. Aber, wenn ich hier jetzt so viel packe, wo bereits etwas existiert. Oh, nee, funktioniert. Okay, das geht schon mal. Zweiter Versuch. Wenn ich das irgendwo hinpacke, wo was anderes ist, das hier zum Beispiel. Okay. Funktioniert nicht wie erwartet, aber es funktioniert zumindest. Wobei, doch, er hat es vielleicht weggenommen. Hä? Ja, eben haben wir da. Hä? Was hat denn der jetzt gemacht? Okay. Egal, gib mal her. Danke. So. Jutschen, hier ist Licht da. Hier haben wir auch drei Lücken. Ganz praktisch. Dann versuche ich also überall drei Lücken zu machen. Ja, da haben wir das quasi ein bisschen einheitlich. Hier haben wir auch Licht. Auch mit drei Einheiten dazwischen. Sehr geil. Ja, und jetzt kommt der Raum hier. Der Räufer noch ein bisschen mehr Erde. Oh. Um mich da hochzubuddeln zu können. Habe ich noch Erde dabei? Nö. So. Dankeschön. Haben wir einen ganzen Stack. Hier ist ja überall Licht, ne? Ja, aber gut, okay. Hier soll noch Fackeln sein, weil hier, ne, ist ja so katakombenmäßig. Ja, von daher ist es hier ganz in Ordnung, dass hier so Fackeln sind. Das, da. Und hier haben wir auch Dreierlücke. Auch sehr geil. Digga. Gut, dann nehmen wir jetzt die Dreierlücke auf jeden Fall als festgeschriebenes Gesetz. Und wetten, in dem Raum passt es irgendwie nicht mit den Dreierdingern. Dann kotze ich im Strahl. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt dazu überhaupt hoch? Ich baue erstmal hier hinten irgendwie. Läuft mal weg. So. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Fragt mich doch nicht, Leute. Ich habe da auch keine Ahnung. So. Eigentlich reicht es hier so schon aus. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Also angenommen, wir packen da eine Lampe hin. 1, 2, 3. Ja, das passt ja wunderbar gar nicht. Aber es würde ja ausreichen, wenn wir hier und dann hier einen hin machen. Das würde ja ausreichen. Dann haben wir also hier zwei Lücke. Halt, stopp. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Und hier... Ja, kann man so machen. Und wie wir dann da oben weitermachen, ich habe keine Ahnung. Wobei das da oben, ja doch, da oben ist eine gerade Anzahl, ne? Gut, ich würde die aber da oben trotzdem da auf die Position packen. Einfach, weil ja hier sowieso diese Konstruktion ist, das heißt, da brauchen wir nicht so viel Licht. Hey. Danke. So, das heißt, hier kommt dann ganz dicke. Wir packen da eine hin und da eine hin. Wir werden wahrscheinlich bei dem Raum auch noch hier unten Lampen ranpatschen müssen, weil einfach das Ding zu hoch ist. Das wird nie im Leben funktionieren. Richtig so? Ja, richtig so. Aha. So, jetzt haben wir schon mal die Deckenbeleuchtung dran. Was definitiv nie im Leben ausreichen wird. Ja, erstmal schauen, wie dunkel der Raum wird, wenn ich jetzt Fackeln abnehme. Und die Dunkelheit messe ich an der Anzahl an Dungeon Master, die spawnen. It's over 9000! Lass mal hier alle Fackeln wegnehmen. Wir brauchen die absolute Dunkelheit in dem Raum. Ha? So, die Fackeln hier. So, ist hier noch irgendwo Fackellicht? Ey, wow. Alter, die Dinger sind so hell. Wir brauchen ja kein weiteres Licht mehr. Guck mal, wie hell die Dinger sind. Holy motherfucker of shit. Eigentlich könnten wir die Dinger sogar hier unten dran machen, gell?
Nee. Nee. Ich guck gerade. Ah, gut, das sowieso nicht. Verdammt. So muss ich die hier wieder mit dem Replacement-Tool machen, was ich nicht mehr habe. Lalalalalala, Dankeschön. Danke. Das ist ja blöd. Ich krieg die Lampen hier nicht ran. Oh, hier ist noch Fackel. Weil Shift klicken geht nicht, dann werden die Dinger nicht rangepappt, sondern gehen so zur Seite. Und ohne Shift geht nicht, weil die beide hier Rechtsklick-Funktion haben. Das ist doch Kacke. Das ist doch bekloppt. Das ist doch Harakiri. Also, mache ich gleich. Ja, nee, also, ja, okay, die Fackel hat alles gerettet. Ohne der Fackel ist es definitiv zu dunkel. Ja, du, wo kriegen wir hier Fackeln ran? Lampen. Ich mein, wir können natürlich hier einfach wieder so Seitenlampen ran machen. Das ist ja auch eine Option. Die Frage ist, auf welcher Höhe. Ich würde schon gerne hier so auf der Höhe machen. Und dann noch hier so eine Viererlampe. Ungefähr so. Ist hier vorne schon mal beleuchtet. Ja, da sieht es gut aus. Und hier. Ja, kann man so machen. Dann würde ich vielleicht hier noch eine Lampe ran machen. Weil hier ist mir auch definitiv zu dunkel. Und schon ist doch der Raum einigermaßen ausgeleuchtet. So ist in Ordnung. So haben wir immer hier diese Seitenfluter und um die Deckenbeleuchtung. Das ist doch ganz cool. Ja, so sieht der Raum doch gleich viel besser aus. Gut, die Lampen sind vielleicht doch ein bisschen viel, aber ich wüsste nicht, wie ich das sonst hier unten Licht reinbekommen sollte. Weil, ne, von oben würde zwar ausreichen für uns, aber ich glaube, es ist denn doch zu dunkel, so dass hier Monster spawnen dürften. Und das würde ich halt nicht riskieren. So. Gut, hätten wir jetzt den Raum. Wir hätten das AKW. Und was fehlt denn noch? War doch eigentlich plus die beiden Räume, die neu dazugekommen sind, ne? Genau, AKW ist beleuchtet. Hier ist alles beleuchtet, die Räume. Oben unser Haus ist sowieso schon lange beleuchtet. Hier ist alles, ne, durch die magische Leuchtkraft der Neon Cat. Das heißt, hier sind alle Räume. Hier sind die beiden Räume und hier unten ist sowieso Harakiri-Programm angesagt, weil hier ist ja sowieso alles noch. Ja. Also wenn ich irgendwo Harakiri mache, dann hier. Der Raum hier sieht absolut scheiße aus. Ich habe keine Ahnung, ob und vor allen Dingen, wenn ja, wie. Mit dem Raum hier, ist ja schon fast ein Tunnel. Ist ja, Digga, ist ja hier, also keine Ahnung. Das ist ja alles. Wie wir das hier nochmal schön bekommen sollen, ich habe keine Ahnung. Ich meine, klar, wir könnten jetzt hier einfach die Wände voll mit diesen Cobble, mit diesen Stone Brick machen. Dann haben wir hier einfach eine Hülle. Dann machen wir hier noch eine Mauer rein und dann machen wir hier noch eine Mauer rein. So, dass der ganze Bereich schon mal nicht mehr einsehbar. Ne? Aber hier wirklich so einen schmalen Gang, der halt hier vorne bei der Leiter endet. Könnte man machen, ja. Könnte man eigentlich wirklich machen, ja. Damit wir das hier wie das einigermaßen schön bekommen. Aber wir lassen das hier erstmal so, wie es ist. Wir lassen es erstmal alle so, wie es ist. So, machen wir hier schon mal das nächste rein. Bumm. Gut, jetzt können wir die Dinger wirklich wieder zurückpappen. So. Ja, komm, die beide hier, ganz ehrlich, weg damit. Wir haben genug Mese, wir haben genug Glas, also. So, haben wir jetzt wieder hier einen schönen Stack. Passt easy.
Die können wir jetzt mittlerweile auch zurückmachen, ganz ehrlich. Also hier ist sowieso so viel Scheiße. Was ist denn hier los, Alter? Wer ist hier für die Ordnung verantwortlich? Also ich muss hier mal ganz kurz mit dem Manager sprechen. Das geht ja hier gar nicht. Hier ist ja alles. Guckt euch diese ganze Scheiße an, das ist doch nicht mehr wahr. Meine Fresse! So viel Müll! Digga. Gut, erstmal Knochen. Haben wir Knochen irgendwo? Nee, ne, habe ich ja letztens alle verarbeitet. Genau. Dann wird es Zeit, mal hier wieder Knochen reinzupacken. So, ja, damit wir wieder ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, Knochen zu sein. Ja, whatever. Glasscheibe nicht. So, jetzt. Die alle. Bumm. Geht nicht. Bumm. Geht auch nicht. Warum nicht? Siehst du, genau, letztens hat mir einer gesagt, man kann ziemlich viele Formen zurückmachen, indem man die hier irgendwie in die Wiederverwertungskiste schmeißt. Aber es geht nicht. Ich krieg das hier nicht rein. Also da bitte nochmal sagen, wie man das meinte, weil wie gesagt, ich kann es weder in den noch in den Slot reinpacken. Da meinte letztens einer, man kann genau mit diesen Slots die Sachen wieder zu diesen kleinen Pupseln machen. Aber wie man sieht, geht's nicht. Wenn ich hier oben reinpacke, auch nicht. Also keine Chance. Obwohl ja eigentlich wiederverwerten, ne, ist ja, sagt er eigentlich genau das aus, dass man Sachen wiederverwerten kann. Deswegen war ja auch damals meine Vermutung, dass man es genau da reinpacken kann. Aber wie gesagt, ne, man sieht ja, es geht nicht. So, da kannst du machen, was du willst. So, da passiert gar nichts. Deswegen, also, ja, die einzige Art, Sachen wieder zu verwerten, ist bei mir, also was ich kenne, ist halt hier über diese Rezepte. Da ist die Frage, was für Rezepte, also scheinbar kann man diese Schrägzeug nicht wieder verwerten. Ist ja hässlich. Brick. Dann brick ich erstmal das Game. So. Genau, hier ist es schon mal nicht mit bei. Und bei den Dingern. Ja, da sind sie auch nicht mit dabei. Das heißt, die Dinger hier kann man scheinbar wirklich nicht wieder verwerten. Ist ja Kacke. Okay, die kann man. Bom. Gut, hier ist sowieso nur ein einziges Ding. Mal gucken. Wenn ich den jetzt hier noch in zwei Dinger schleifen könnte. Ah ne, geht da gar nicht weiter. Ganz ehrlich, komm hier, Cobblestone hier. Bei Cobblestone müssen wir uns echt keine Gedanken drüber machen. Das bringt gar nichts. So, das hier sind auch wieder ein Sechzehntel. Da verlieren wir zwar auch relativ viel, aber gut. Ne, weil man hat da nur 8 rausbekommen. Das Problem ist, wenn man davon 8 rekombiniert, bekommt man diese halben Dinger zurück. Was halt schon echt eine Frechheit ist. Also, da, also. Das Rezept hätten sie wirklich einfach anders machen können. Ne? Dass wenn man da. Wenn man von diesen 16-Dingern einfach 8 reinpackt, man auch wieder einen ganzen Block rausbekommt. Warum bekommt man da nur halbe Dinger raus, wenn man aber einen ganzen Block braucht, um 8 von diesen 16-Dingern herzustellen? Das ist. Weiß ich nicht, ne? Aber ja, hier fürs Protokoll. Ah, damit man weiß, wovon ich spreche. Wenn man jetzt hier die. Ach, Quatsch, mal verbringe ich ihn gerade. Hier. Wenn ich die in die Säge reinpacke, so ein, bekomme ich ein Achtel, ne, also 2 Sechzehntel ist ja ein Achtel, ne, davon bekomme ich 8 Stück, ist ja richtig. Aber von den Sechzehnteln bekomme ich auch nur 8. Und da müsste ich eigentlich dann, wenn es ein Sechzehntel ist, und ich einen reinpacke, müsste ich eigentlich 16 rausbekommen. Aber nein, ich bekomme nur 8. Und wisst ihr was? Ich mache das einfach mal. Wenn ich jetzt die 8 nehme, bekomme ich daraus aber nur einen halben. What the fuck? Also da hätte man einfach hier einfach einen ganzen bekommen können. Warum haben sie sich dafür entschieden, dass man da nur 8 dafür bekommt?
Aber wenn man 8 rekombiniert, man dann nur einen halben zurückbekommt. Wer hatte diese geniale Idee? Ich möchte den Typen kennenlernen und mal ganz gehörig den Hintern versohlen. Weil das geht so gar nicht. So. Na, ich, ja, die Dinger hier, die kann man gar nicht rekombinieren. Das ist natürlich, herzallerliebst. Gut, da haben wir mittlerweile auch so viele davon. Ganz ehrlich, weg damit. Cleanstone, die können wir noch, 4er. So, da haben wir zumindest 5 ganze Blöcke. Ja. Beton. Ach, guck mal, wir hatten ja noch massig Betonscheiße. Okay. Ha. Aber doch wieder massig Beton. Cool. Für was haben wir bitte schon Betonplatten verwendet? Okay. Ja, das ist natürlich richtig kacke, ne? Hier die ganzen Dinger können wir auch zu nix wiederverwerten. Ich meine, gut, auf der anderen Seite sind es gerade mal 10 Stück, also 10 ganze Blöcke. 10 Blöcke Beton ist jetzt nicht so. Von daher wäre ich auch fast dazu geneigt, die Dinge einfach wegzuwerfen. Halt mal kurz. Beton war doch relativ preiswert, ne? Genau, das war das hier mit dem Rezept, ja. Da 10 Stück herzustellen, das ist das Rezept gerade mal 2-mal. Also, ja, komm. Ja, weg damit. Hier ist natürlich richtig schade drum. Ne, weil hier haben wir wirklich dieses Kompresste, da brauchst du für einen Block brauchst du ja 9-mal Cobblestone. Das ist natürlich schon richtig schade. Hier wieder auch wieder nur, ne, 4 halbe. Danke dafür. Eine Kacke hier. So, die können wir auch wegschmeißen, wie gesagt. Das ist auch nichts. Da wird nichts draus, da wird nichts mehr, da passiert nichts mehr. Ja, passiert gar nichts. Die Frage ist, wenn ich jetzt sowas mache und dann sage hier. Das heißt, man braucht immer ein. Das heißt, um die Dinger jetzt wieder zu verwerten, muss ich jetzt erstmal einen einzigen Block machen. Ja, wer kommt auf so eine Scheiße? Also, Leute, bitte. Versucht mal nachzudenken. Was ist denn los mit euch? Ah, Mann, Nackholm. So. Du da rein, du da rein. Du da rein. Was bist du jetzt? Obsidian Glas. Ah. Ah, okay. Das heißt, da brauchen wir jetzt auch hier so das Glas. Müssen wir jetzt einen Block reinpacken. Mindestens einen Block. Bam. Und jetzt können wir die Dinger wiederverwerten. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich da jetzt 8 reinpacke, 8 Sechzehntel Scheiben, bekomme ich dann. Oh, okay, so bekommt man tatsächlich wirklich die, auch die volle hier zurück. Nein, bekommt man nicht. Doch, bekommt man, doch, genau. Ja. Okay, das heißt, wir es wiederverwerten, ist wirklich so, wie der Kommentarschreiber geschrieben hat, bei den Sechzehntel Dingern besser. Cool. Nice. Ja, guck mal hier, die Reste, das ist auch wieder weg. Das heißt, du musst wirklich hier oben immer irgendwas drin haben, damit überhaupt irgendwas funktioniert. Es ist ja, wow. Well, that's fucked up. Das ist ja richtig Bullshit. Digga, nee. Das ist nicht geil.
Gut, weg damit. Und die 16 Dinger, die packe ich hier nochmal rein. So, dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge. Und in der nächsten Folge fangen wir dann endlich mal an, unseren Tunnel weiterzubauen. Ja, gut, auch wenn ich dann wieder nur eine Folge übrig habe. Danke dafür. Wenigstens alle Werkzeuge aufgeladen, das ist schon mal was Gutes. Das heißt, wir können wirklich direkt loslegen. Ich nehme sie auch mir auch schon mal in die Hand hier. Bam. So. Ja. Okay, das wie gesagt dann in der nächsten Folge und bis dann.